Eine Uniform, wie bestellt. Sie ist noch warm. Mein Geschenk an Sie. Wir treffen uns auf dem Dach vom Buckingham Palace. Sie sind ja so romantisch. Und damit haben wir auch diese Sequenz bzw. diesen Part hier abgeschlossen. Kriegen den Meisterassassinen-Gürtel. Ey, wo ist die Kutsche hin? So, zum Buckingham Palace sollen wir. Den haben wir hier. Familienpolitik. Dann ziehen wir noch schnell den Gürtel an. Da ist er. Ah, sie benötigen Level 9, das haben wir doch bestimmt, wenn ich mich jetzt hier upgrade. Jawohl. Machen wir das hier einfach. So, Level 9, tada! So, jetzt hauen wir den Powergürtel hier rein und tun ihn am besten noch upgraden. Perfekt. Jetzt wäre eine Kutsche nicht schlecht. Ah, da kommt auch schon eine. Ein Bus. Eine Buskutsche. Aber wir nehmen lieber so eine kleine. Und zwar die hier. Ja, wir ignorieren in letzter Zeit ziemlich das Einnehmen von den die Kinderbefreiung und sowas und das Einnehmen eben der Gebiete. Weil wir jetzt auch so kurz davor sind, die Hauptstory zu beenden. Und ob ich dann weitermache, weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls sind wir hier erstmal vor dieser Mission, die wir mit Eevee abspielen werden. Sie besucht Dalip Singh, um zu erfahren, ob noch eine Kopie des Buckingham-Pläne existiert. Oh mein Gott, stirb! Und nun lass mich diese fucking Mission machen. Danke. Wie schön, Sie wiederzusehen, Miss Fry. Eure Hoheit, die Pläne zu den Umbaumaßnahmen am Buckingham Palace sind leider verschwunden. Dann müssen Sie mit den Kopien vorlieb nehmen. Es gibt Kopien? Wo? Nicht so schnell. Zuerst habe ich noch etwas zu erledigen. Meinen Plan auszuführen erfordert Tempo und Geschick, Qualitäten, die Sie besitzen. Die Zeit läuft uns davon, Eure Hoheit. Dann beeilen Sie sich. Die einflussreichsten Männer im Parlament sind für mich nicht zu sprechen. Doch eben diese Männer haben Kutschen für den Ball heute Nacht vorbestellt. Beschaffen Sie eine offizielle Kutsche und bewahren diese Politiker dann zu ihrem Bestimmungsort. Auf dem Weg spreche ich mit ihnen und hinterher sage ich ihnen, wo die Pläne sind. Sie sind ein harter Verhandlungspartner. Das muss man sein, wenn man immerzu von allen unterschätzt wird. Okay. Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Was für ein Fehler. So, Kutsche stehen ohne Innenhof zu betreten und Zustand der Kutsche nicht unter 50% fallen lassen. Ein Problem, was eben über die Dächer. Eine königliche Kutsche ausleihen, also. Mhm. Ja, nichts gesehen. Nein.
Ah, hoffnungsloser Fall. Ach, fuck, da komme ich nicht raus. Wo kommen wir denn überhaupt raus? Anonym werden. Dalib erreichen. Oh, oh. Das haben wir ja gut gemeistert, diese Kurve. Ähnlich gut wie diese. Perfekt. Einsteigen, Eure Hoheit. Wo fahren wir hin? Ballengrave Square. Weiter. Schneller! Langsamer. Mal los! So, da vorne ist es ja schon. Wie ein Taxi oder was? Willkommen, Sir. Eure Hochheit, eine Überraschung. Ist das Leben nicht eine Aneinanderreihung von Überraschungen? Ich werde die Gäste jetzt nicht lange aufhalten, doch wir müssen etwas äußerst Wichtiges besprechen. Als das Commonwealth den Punjab eroberte. Nicht Eroberung, sondern eine legale Transaktion. Britannien versprach, mich zu beschützen. Indem es mir mein Königreich namhaft das Parlament gegen den mit meiner Familie unterzeichneten Vertrag verstoßen. Hier, lesen Sie. Das wusste ich nicht. Lesen Sie. Mehr verlange ich gar nicht. Ich hoffe, Sie und Ihr Sohn werden den Ball heute Abend genießen. Er kommt gerade zurück aus Delhi. Ich rede mit ihm über den Vertrag. Das ist alles sehr befremdlich. Beweg dich. Das hat sich als lohnend erwiesen. Wohin jetzt? St. James Park. Ich bemerke, dass mich der Green die nicht begleitet. Er hat andere Dinge zu erledigen. Ah, wie schade. Die beiden schienen die Gute verdehen. Nun, ja, ja. Das ist das Problem, wissen Sie? Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Das klingt nach einem Zitat. Das ist es. Von meinem Vater. Alter, du blödes Arschloch, du blödes. Er war wohl ein außergewöhnlicher Mann. Das war er, Eure Hoheit. Eure Mutter ebenso, Cecily Fry. Sie und ihr Vater waren Partner, unzertrennlich. Das einzige Duo, das mit der Starrick gefällig werden konnte und sehr verliebt ineinander, zumindest nach dem wenigen, was ich von ihnen weiß. Cecily, ich wünschte, ich hätte sie gekannt. Nach allem, was Mr. Green sagt, haben sie viel mit ihr gemeint. Ihre Intelligenz zum Beispiel. Vater sprach nie über sie. Was kann Mr. Green schon wissen? Er war noch ein Knabe, als mein Vater... Zum Parlament bitte, und zwar schleunigst. Ja, ja, dann komm mal rein. Guten Tag, Sir. Na, was machen Sie denn hier, Eure Hoheit? Ich weiß, wie beschäftigt Sie in letzter Zeit waren. Ich bitte Sie nur um einen kleinen Moment Ihrer Zeit. Das ist reichlich unorthodox, aber fahren Sie fort. Laut des Vertrags, den meine Familie unterschrieb, soll Britannien mich schützen. Stattdessen nahm man mir mein Land. Und nun höre ich, dass England die Verbindung zu Indien stärken will. Vielleicht ist es an der Zeit, den Punjab seinem Volk zurückzugeben. Die Queen gewährt Ihnen schon Gott weiß wie lange ein jährliches Einkommen. Und nun reißen Sie die Hand, die Sie verdient. Es wird mir hierbei nicht ums Geld. Ich kann nicht durch mit ansehen, wie mein Heimatland unter das Joch eine Fremdherrschaft gelenkt. Gott segne Sie. So. Wie lange sollen wir diesen Taxi-Scheiß noch machen? Es bleibt nur noch einer übrig. Zur Gladstone-Residenz. Natürlich, mein Lord. Ich erinnere mich, dass meine Mutter nach Zintro, und wenn sie mich in der Sommerhitze in den Arm genommen hat, war ich so ruhig, dass ich eingeschlafen ist. Es schmerzte, als man mir mein Königreich nahm. Doch was ist das? Und zwar schnell.
Lass dir Zeit, alter Mann. Guten Tag, Mr. Gladstone. Mr. Seaman. Sie sind wirklich sehr schwer zu erreichen. Ich weiß, worum es hier geht. Ihre Salontricks werden langsam alt. Ihre Majestät ist sie leid. Und deshalb betteln sie jetzt mich an. Sie verletzen mich zutiefst, Sir. Mein Volk verdient die Freiheit und ich bin hier, um dafür zu kämpfen. Weshalb verloren Sie den Punjab? Ich sage es Ihnen, Eure Hoheit. Sie waren uns unterlegen, und zwar in allen Belangen. Ja, die Sikhs verdienen ihre Freiheit. Ich hoffe, mit britischer Hilfe und Fortschritt werden Sie sie auch erlangen. Warum wollen Sie dann Ihren König zurück? Es ist Britanniens Pflicht, den Frieden zu wahren. Das ist eine große Verantwortung. Ich weiß Ihre Ratschläge zu schätzen, ebenso die des Parlaments. Doch es ist unsere Bürde, Indien zu regieren. Ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihr Ansinnen, Eure Hoheit. Ich hoffe, mein Rat führt zu etwas Gutem. Weit mehr als Ihre Politik bislang. Doch ich hoffe weiterhin, dass Sie Ihre Meinung ändern. Mein Volk verlässt sich darauf. Mhm. Und nun? Vielen Dank, Miss Fry, für Ihre Unterstützung. Oh, Sie sind stets willkommen. Ich hoffe, dass es sich auszahlen wird, trotz Mr. Gladstones Sticheleien. Die mit den größten Herzen müssen Sie am stärksten schützen. Ihr Vater zum Beispiel, soweit ich sagen kann, war außerordentlich traurig, ja, gebrochen, als Ihre Mutter verstarb. Ein solcher Schmerz kann uns blind machen, uns befremdliche Dinge sagen lassen, um unsere Liebsten zu schützen. Es ist Zeit, dass Sie die Kutsche zurückbringen und diese Pläne beschaffen. Sie befinden sich im Buckingham Palace. Die Queen bewahrt sie bei ihren persönlichen Papieren im weißen Salon auf. Ihnen einen guten Abend, Miss Evie Fry. Ihnen auch, Eure Hoheit. Good day, Miss Fry. Alles klar. Dann bringen wir das Ding einfach mal wieder zurück. Jetzt wissen wir, wo die Pläne sind. Das heißt, müssen wir dann noch wirklich dahin gehen oder reicht das der realen Welt, also in Anführungsstrichen realen Welt, aus, um weiterzukommen? Also, ist da. Massenschlägerei. Da wir anonym werden müssen, muss ich dir jetzt hier eben alle verprügeln. Boom. 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 Was für ein Friedhof hier. So, und da waren es nur noch zwei. Thank you.
Och nee! Nein! 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 So, so knapp. So, so unfassbar knapp. Ich war so knapp davor, es hätte nur noch einen Schlag gerückt und dann wäre er tot und... Das Leben ist unfair. Bitte nicht nochmal dahin fahren. Bitte nicht nochmal. Und natürlich fahren wir dann nochmal hin. Aber was ich eben nicht verstehe, wir bringen die Kutsche zurück, müssen dafür anonym bleiben. Und dann müssen wir, im Prinzip müssen wir dann den ganzen Laden ausrotten, so wie wir es gerade gemacht haben, um anonym zu werden. Weil wie sollen wir sonst die Kutsche anonym zurückbringen, wenn wir da mitten auf den Hof fahren sollen? Das ist alles ein bisschen komisch. Die anderen zwei gucken einfach nur zu. Komm her. Meine Geduld ist am Ende. Blöder Spaß. Gute Nacht. Du bist der Letzte. Deswegen stirb, du blöder Bastard. So. So, wir sind anonym. Jetzt kann es weitergehen. So, und jetzt entkommen wir wieder aus dem Gebiet. Was zur Hölle? Och nö, bitte nicht. So, hier wird mich eh keiner mehr finden, deswegen YOLO. Und damit beenden wir den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Und Moment, wir ziehen noch diesen Umhang an und leveln uns ein bisschen. Wir haben nämlich 14 fucking Points. Und die müssen investiert werden. Und dann sollen wir jetzt auch gleich Level 9 sein. Und zwar jetzt. Tada! Dann ziehen wir uns auch noch ein bisschen um. Haben wir den neuen Umhang. Und der sogar noch besser. Oh, der sieht geil aus. Upgraden. Dazu brauchen wir jetzt auch... Ah, wir haben noch einen. Nee. Eine Montur, eine dementsprechende. Da lassen wir einfach die und machen eine andere Farbe. Und die ist nice, ey. Nice. Und wir sehen uns jetzt aber wirklich in der nächsten Folge.
Bis dann und tschüss.